Hallo auf meinem kleinen Kanal Helgenhaft, eurem Wohnzimmer. Der Kanal, der ist ja nur mit Radtouren beschäftigt. Leute, morgen geht's wieder los. Es ist die vierte Radreise in 2023. Die fällt wieder nur kurz aus. Läuft so über 3 Tage. Soll führen von Cuxhaven bis nach Hannover, der Weser entlang. Und ich bin mal gespannt, ob ich so ein scheiß Wetter morgen auch haben werde. Jo, mein Fahrrad ist schon fertig gepackt, Leute. Also kannst da super aufgehen Richtung Niedersachsen, ganz in den Norden, an die Nordsee nach Cuxhaven. Also ich freue mich, wenn ihr mich auch hier begleitet. Auf dieser kurzen Radtour werden so 4-5 Filme werden, wie ich mich kenne. Also Viertelstunde, 20 Minuten ungefähr. Habt einfach viel Spaß, viel Freude und bitte wünscht mir alles Gute, dass morgen gegen Nachmittag, wenn ich dann Cuxhaven ankomme, weil ich dann mit dem Zug hinfahre, das ist dann nicht mehr recht. Ich wollte noch kurz sagen, dass diese Kurztour als Vorbereitung gilt für die in jetzt genau 2 Wochen stattfindende große Radtour mit dem Jürgen genannt Auge nach, erzähle ich euch noch. Auf jeden Fall wird es groß, 2 Monate. Ja, 7.39 Uhr oder 7.40 Uhr, keine Ahnung. Bin der Einzige hier, der am Bahnhof steht und auf den Zug wartet. Ja, nach der Sorge gestern mit dem starken Regen, kann ich heute sagen, blauer Himmel, alles klar, kann so bleiben. Habe ich euch eigentlich schon meine neue solarbetriebene Powerbank gezeigt? Die hatte ich eigentlich bei der letzten Tour schon Besitz, aber da noch nicht mitgenommen. Jetzt probiere ich erstmal aus, bevor es dann in 2 Wochen auf die ganz große Reise geht. Ja, wie der Zufall will, voll laut hier am Bahnhof, ne? Aber ich habe hier einen jungen Menschen getroffen, ich weiß den Namen nicht, das Alter nicht. René, bin 16 Jahre. Genau, und der oder sein Vater hat irgendwie die Videos von den Türkei-Abenteuer auf Helgenhaft gesehen. Ja, ich sag mal, hallo und grüße an den Vater natürlich. Ne? Ja, auf jeden Fall, Dankeschön. Okay, ciao. War doch jetzt gerade mal eine amüsante Begegnung, ne? Und da hinten stehen schon wieder 2 Radfahrer, die sind aus der Nähe von, war das Nimbegen in den Niederlanden, und die fahren von Cuxhaven, also da wo ich auch gleich starte, so eine Stunde, vielleicht noch ein bisschen länger, bis nach Dresden. Wow. Also, das sind 2 sehr nette Radfahrer, Radabenteurer aus Doetinchem in den Niederlanden. Ja, und wir wohnen gar nicht so weit auseinander, vielleicht so 80, 90 Kilometer. Ich fahre von Cuxhaven nach Dresden. Und ich nur bis Hannover. Ich wünsche euch viel Spaß. Viel Spaß. Okay. Ja, ich bin übrigens jetzt in Bremerhaven-Lehe und wir fahren jetzt nach Cuxhaven. Ein paar Fahrräder sind dann doch im Zug, ne? Hammer. Meins natürlich auch. So, liebe Leute, ich bin definitiv hier am Bahnhof in Cuxhaven. Wo ich jetzt endlich aus dem Zug ausgestiegen bin, nach hammermäßigen 6,5, ja fast 7 Stunden mit dem Zug von Moers, ich eben hier nach Cuxhaven. So, ich bin hier oben auf der Vorderseite von dem Bahnhof. Da geht es wohl mehr in die Innenstadt hinein. Och, da stehen auch mal die 2 Niederländer. Das ist ja süß. Und da hinten sind wir mal zeigen, was da drüben können. Ja, wo soll ihr Schluss sein? Hier zur Halblinken. Ja, die fahren jetzt Richtung zur Elbe und ich fahre nach Nordholz, Altenwalde. Das sind meine ersten Ziele. So viel wird da jetzt auch nicht mehr kommen heute. Immerhin haben wir schon 3:30 Uhr. Schauen wir mal. So, und ich fahre jetzt einfach mal in den Cuxhaven hier rein. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Vielleicht entdecke ich ja irgendwas. Drop. Und vor dieser herrlichen Kirche mache ich jetzt erstmal mein Päuschen, ne? Mein erstes hier. Ich habe nämlich Durst und Hunger. So, erstes Päuschen, ich bin jetzt gerade mal irgendwie nur so 500.000 Meter gefahren. Aber ich will echt so erstmal nach der ganzen Zugfahrt ein bisschen chillen und vor allen Dingen ein bisschen dubbeln und trinken. Ja, so 3:45 ist ein ziemlich reger Verkehr hier in dem kleinen Örtchen Cuxhaven. Was kann ich nicht rein, hier haben. Muss man nachgucken.
Ja, 17 Grad. Erlaub mal hier jetzt kurze Hose zu machen. Einer auf kurze Hose. Nicht dicke Hose, kurze Hose. Das kann man doch nicht mal sehen auf dem Video. Ey. Also die ruhigste Stelle ist das hier wirklich nicht. Aber das ist mir jetzt so Latte, weil hier sind meine Doubles von zu Hause und der leckere Hagebuttentee, wie immer, wenn ich eine Tour starte. So auch in 2 Wochen, ganz sicher. So, das ist jetzt also hier das weltberühmte Schloss. Leider gegen Licht, genau gegen die Sonne. Oh, es ist der kleine Interpark. Ja, Waffengewalt. Ja, ganz süß alles. Nett, hier ist so ein kleines Restaurant, hier das Schloss. Kannst du leider nicht gegen die Sonne fotografieren. Und hier fahre ich jetzt raus, irgendwie nach rechts und nach irgendwo hin, Nordholz oder so. So, jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen schon im Außenbezirk, muss irgendwie herausfinden. Der Wind weht jetzt nicht ungünstig. Ich glaube, der kommt aus dem Nord. So, auf dem Weg nach Altenwalde fahre ich jetzt erstmal durch hässliches Industriegebiet und dann immer irgendwie so der Nordseeküste entlang. Hoffentlich kriege ich die auch mal zu Gesicht. Ne? Oh, jetzt geht es auf das typische nordische Land. Aber Autobahn wollte ich nicht fahren. Ja, mal gucken, wo die mich jetzt hinstecken. Ne? Ob hier rechts, also doch nochmal in das Industriegebiet rein. Ne? Doch geradeaus und dann rechts, links. Also gut, Richtung Aldeloe. Ja, der Wind weht aus dem Nordosten, aus dem Norden. Und das ist gut für mich, weil ab Bremen ist sowieso noch in südliche Richtung. Voll mit Wind. So, Altenwald, erstes Örtchen, natürlich alles zugeklebt mit irgendwelchen Antifaschisten-Aufklebern oder Werder Bremen. Ja, Altenwald, Bremer. Ja, da war ich schon mal. Da geht's wieder hin. Das ist doch mal ein geiler Ortsname, ne? Bockstedt. Das liegt nämlich direkt in der Nähe der Küste. Führe ich jetzt hier ab und dann wird das hier auch ruhiger. Da guck ich auch mal, da hier wo Pois gemacht. Vielleicht wird irgendwo eine Bank, Kirchlein. Ach, da ist schon eine Bank. Ey, die nehme ich. Ja, nehme ich. Oder? Ja, klar. Boah, Leute, gerade mal 17 Grad, ne? Das ist frisch. Der Wind ist frisch. Also aus dem Norden, ne? Ey, Hammer hier oben im Norden, ne? Und bei uns da, Niederrhein, da war schon über 20 Grad, ey. Machen die mit mehr. So, jetzt ist zum ersten Mal ein bisschen ruhiger und ländlicher. Ja, da geht der Fahrradweg. Ich versuche ja auch gleich hier mit aufzukommen. Ja, hier macht mehr Spaß. Also was ins Auge fällt, Leute, ist, da geht hier manchmal ein bisschen wellig zu. Bin überrascht, habe ich so hier im ganz hohen Norden jetzt echt nicht erwartet. Oh, der kleine Ort Nordholz. Dann geht es auf Deichstede zu oder so ähnlich. Und dann kommt Bremen. Und in Bremen habe ich vielleicht das Glück, dann irgendwo entlang der Küste zu fahren, wenigstens einmal das Meer zu sehen. Ja, es ist frühlinglich hier in Norddeutschland. Aber schön. Ziemlich friedvoll. Man sieht hier immer so ganz leichte Hügelchen. Hier mal frische Eier vom Bauern. Ja. Sehr ländlich. Ja. Wo ich meine Pause mache gleich. Also um 18.10 Uhr bin ich erstaunt über die Walddichte hier. Ey. Wenn ich nach hinten gucke, nach vorne gucke und so weiter. Habe ich dem Norden nicht so zugetraut. Ne? Eine Bushaltestelle in Pardingbüttel, so heißt der kleine Ort hier. Aber dieser Bauernhof ist, die muss herhalten für einen Pausenplatz. Ja, gibt nichts anderes. Das ist meistens immer zu edel, um da irgendwie zu halten. Und nachher bist du angequatscht, das will ich nicht. Ja, ziemlich einsam hier. Also, und hier leben nicht gerade arme Leute. An den Blättern, so könnt ihr mal sehen, wie der Wind geht. Ist jetzt nicht der strammste. Aber Gott sei Dank, meine lieben Leute, genau aus der Richtung von halb links von da. Also für mich so seitlicher Rücken bin. Gott sei Dank. Ja, stramm auf Bremen zu und so sieht die Strecke die ganze Zeit aus. Ich hätte meiner gesagt, ein bisschen boring. Der Wind
Ja, wird super günstig, aber dann, der ist frisch. Ich hätte gewusst, ich mein Hoodie draußen gelassen. Den habe ich auch typischerweise in eine Tasche eingepackt hinten. Hammer. Ah, jetzt weiß ich, wie der Ort heißt. Ortschaft? Nee, nicht wirklich. Werden wir gleich sehen. Ah, Michelwagen hieß der Ort. Jetzt kommt Mulsum. Noch 2 Kilometer. Da kommt auch schon Bremen oder so ähnlich. Und dann gar nicht mehr weit dahinter. Schon Bremerhaven. Ja, wo ich vor ein paar Wochen. Zwei. Ja, die letzte. Beendet habe. Jetzt habe ich voll Spackett. Noch die ganze Zeit vergessen, mein Mikro anzuschließen. Ich hoffe, die Aufnahme ist mich total versaut, ey. Naja, ich lerne es nochmal. Ja, liebe Leute, da steht's. Bremen 2 Kilometer, Bremerhaven, jetzt bin ich erstaunt. 21 Kilometer. Leck mich an der Söck. Ich bin doch schon. Ja, heute 31 gefahren. Das sind über 50 Kilometer von Cuxhaven, Bremerhaven, ey. Wie komme ich noch auf 35? Mein Vorhaben war ja, bis hinter Bremerhaven zu kommen heute, aber kann ich total vergessen. Ich fahre jetzt noch eine Etappe nach der nächsten Pause und dann muss gut sein. Dann fahre ich halt morgen in die Wesermündung. Aber mein Plan, ne? Oh, schon wieder Fahrer. Mein Plan, ne? Die Tour hier bis Samstagabend oder Sonntag nach Hannover zu fahren. Ne? Ich habe fast das Gefühl, die endet in Bremen. Sag ich jetzt schon. Diese verschissene Zugfahrt heute Morgen und heute Mittag hat einfach mit 7,5 Stunden zu lange gedauert. Scheiße, ey. Tja, ja, man hört einen Fahrradweg, aber das ist hier vielleicht ein Grumpel. Ne? Oh, nur mal vernünftige bauen. Also, irgendwie sieht das da hinten so nach einer Düne aus, ne? Oder was soll das sein? Eine kleine Erhebung, ich immer noch auf dem Rumpelweg. Ja, fährt auch in der Nähe, mit dem ich hier nach Cuxhaven gefahren bin. Schauen wir mal. So, aus Bremen bin ich raus, Hülsing 2 Kilometer. Ich möchte jetzt hier irgendwo halten. Da war so eine schöne Bank, aber natürlich wieder besetzt. Ey, Mist. Ja, mal gucken, in welche Gegend ich jetzt reinfahre. Leute, ich habe schon wieder so eine verkackte Bushaltestelle als Vorstelle. Und ich glaube, ihr seht es an meinem Gesicht, ne? Meine Motivation ist schlecht. Ich habe mich wieder zweimal unterbrochen, weil wieder ein Auto kam. Ach, das ist irgendwie doof. Ja, ist alles nicht so toll. Den ganzen Tag schon mit der langen Zugfahrt und jetzt hier so diese Kühle. Und oh, irgendwie nichts Spannendes. Ich sehe das Meer nicht einmal. Ach, vielleicht wird es morgen besser. Vielleicht bin auch scheiße müde. Mal wieder wie immer am ersten Tag nach so einer langen Zugfahrt. Sagen wir 7:15, das ist höchstens noch eine 10er und da muss ich eine Schlafstelle suchen. So, jetzt bin ich unmittelbar vorm Deich. Mal gucken. Ich vielleicht nicht einmal kurz hochfahre oder so, damit ich wenigstens einmal das Meer sehe. Ich mach das. Warum soll ich nicht hier langfahren? Ich mach das, egal wo ich da lande. Ah, ist doch prima hier. Da unten schon die Häfen von Bremer. Schauen wir mal. Da fahre ich gleich hoch, wo der runterkommt. Kann man hier sehen? So, jetzt puste ich erstmal ein bisschen. Leute, ich hatte gehofft, ich sehe ein bisschen mehr. Das ist eindeutig die Wesermündung. Aber da hinten ist definitiv das offene Meer. Ja, mehr konnte ich jetzt hier nicht erwarten. Nur, ob ich da unten irgendwie langfahren kann. Ich muss zumindest oben auf den Deich. Schauen wir mal. Da hinten der Weg war leider Sackgasse. So, jetzt geht's entlang des Dammes. Ja, ist doch ganz hübsch hier. Ah, die gehen da oben auf den Damm spazieren. Und da hinten die Lastkräne von dem Hafen, wahrscheinlich Bremerhaven. Eins ist jetzt schon klar, ladies and gentlemen. Ich habe brutalen Rückenwind. Ich trete hier ganz leicht und fahre hier meine 1920. Oh, ist das morgen genauso? Dann kann ich viele Kilometer abreißen. Vielleicht habe ich dann doch noch bis nach Hannover. Ich habe Zweifel. Das Kino für eine Funktion? Der Hintergrund verschwamm mich klar. Okay. Bitte gib mir noch ein Zuckerstückchen für mein kleines Pony. Oh, der süß.
Ja, so sieht es jetzt die ganze Zeit aus. Mal gucken, ob ich hier noch eine schöne Schlafstelle finde. Ich glaube, ich habe einen Campingplatz oder so. Wer weiß. Ja, irgendwie spannende Stelle. Da kommt der Hafen. Problem ist, wir brauchen eine Unterkunft. Ist er da hinten? Da steht ein Bauernhof. Vielleicht frage ich einfach mal. Weil ein Campingplatz war in Bremen, den habe ich nicht registriert. Scheiße. Na egal. So, jetzt hänge ich hier mitten im Hafengebiet vom Bremer Hafen. Oh, Schlafplatz wird schwer hier, Leute. Ich habe mal versucht, privat zu fragen, aber war nicht der Hausbesitzer, aber nur ein Gast. So, zwei übernachtende Möglichkeiten. Entweder hier auf diesem Vorplatz, und zwar hier auf dem hinteren Gelände. Bin dann aber hinterm Tor, aber sehr weit einsichtig. Die zweite Möglichkeit, hier ist ein Kinderspielplatz. Und ich könnte hier irgendwo hinter dem Busch, irgendwo mein Zeltchen aufbauen. Hier ist keiner, hier ist niemand. Doch da fahren immer Autos. Warum? Ich entscheide mich hier hinter diesem Busch. So, vielleicht kann man das sehen. Nur diese Straße, wo die Autos langfahren, das irritiert mich ein bisschen. Aber wird gleich dunkel, Leute, und mein Zelt ist dunkel und ich mache doch hier nichts. Ich habe mich entschieden, beziehungsweise umentschieden. Ich werde also nicht da zelten zwischen den Bäumen, sondern hier versteckt in dieser Nische, weil ich habe hier auch eine Bank und so weiter. Jetzt hoffe ich nur, dass nicht irgendein Bürgermeister oder so ein Reichsbürger, hätte ich beinahe gesagt, so ein strammer Bürger hier Palaver macht, dass ich hier zelte in der Nacht. Mein Gott, morgen früh bin ich weg. Ich mache keinen Dreck, ich mache gar nichts. Man bringt doch hier niemanden um, wenn ich hier zelte, oder? Hier noch keine Kinder, hier ist niemand. Ich werde mich sowas von zurückhalten, falls eins auftauchen sollte. Aber hier um 8:45 eher nicht. So Leute, da ich überhaupt keinen Bock habe, irgendwelche Töpfe dreckig zu machen, stelle ich einfach den Topf drauf und koch. Weg vom Blut. Scheiße. Die kochen jetzt da drin. Das ist irgendwie alles leichter, weniger belastend und so weiter. Ich muss mal gucken, was wollte ich jetzt? Ach so, was esse ich denn da überhaupt? Ihr solltet ihr auch mal sehen, ne? Frikadellentopf. Da habe ich nämlich mal so richtig Hunger drauf. Ach so, jetzt mal komplett hier, wie meine Ecke aussieht, ne? Damit ihr mal ein Bild machen könnt. Leute, schmeckt mal wieder mega scheiße. Richtig scheiße. Ich habe sogar ein bisschen angebrannt. Aber ich esse es. Ne? Also ist ja nicht so, ne? Dass man das verweigert. Naja, besser als im hohen Handgetackten. Entschuldigung. Da Leute, das werde ich so nie wieder machen in der Dose. Da war ein dummer Fehler. War so angebrannt. Dementsprechend hat alles angebrannt geschmeckt. Ich habe jetzt gedacht, das wäre die Zinndose oder so. Ist das überhaupt Zinn? Keine Ahnung. Ach, wisst ihr was? Ich bin auch so satt. Ich habe genug gegessen im Laufe des Tages und mit Doubles von zu Hause und so. Und habe ja auch noch Frikos. Und jetzt mache ich mir mal leckeren heißen Kaffee. Den habe ich verdient. Der Kaffee ist fertig. Helge ist glücklich wie die Nacht. Ich liebe ihr Abendrotstimmung, ne? Ach, da hinten. Schön das Hafengelände vom Bremer Hafen. Ja, Tagesfazit, ich wollte das ja nicht mehr machen. Also Tagesfazit ist, dass ich kein Tagesfazit mache. Ihr habt ja alles gesehen. Bis morgen früh. Vielleicht habe ich gleich noch was zu sagen. Ihr kennt mich ja. Kann mein Mund nicht halten. Sagt euch, kann mein Mund nicht halten. Ja, jetzt bin ich irgendwann mal gefahren von Moers bis nach Lingen. Abgebrochen. Lingen dann bis Bremerhaven war ja vor zwei Wochen. Von Bremerhaven, jetzt also Cuxhaven, Bremerhaven will ich an der Bremen am besten nach Hannover fahren. Und dann von Hannover nach Hamburg bin ich ja auch gefahren. Dann habe ich also eine Riesenlinie gezogen von meinem Heimat aus bis zur Nordsee und dann bis nach Hamburg. Und da startet die Sommertour. So viel kann ich sagen, mit dem Jürgen genannt Auge. Ja, bis später. Natürlich muss ich das erstmal schaffen jetzt hier von Cuxhaven bis nach Hannover. Ich habe nämlich so noch meine Zweifel, ob das überhaupt klappt. Schauen wir mal, wenn alles gut geht, heißt das ja immer so schön. Ich sag, das ist nicht nur Vollendung dieser ganzen Linie, also Lingen, Bremerhaven, Bremen, Hannover, Hamburg, sondern vor allen Dingen der Knochen-in-Knack-Tour für das, was in zwei Wochen kommt. Mit dem Auge zusammen, wenn alles gut geht. Wohin, sag ich euch ja noch. Morgen, Typ. Okay.
Ja, lecker Frühstück, nicht ohne meinen Kaffee. Und dein Eilein, tu ich mal weg da, nichts verloren. Ja, und die Doubles von gestern noch, die schmecken immer noch. Ei habe ich noch nie mitgenommen, glaube ich, auf eine Fahrradtour. Jo, jetzt bin ich im Vorort vom Bremerhaven hier. Jetzt umfahre ich den Hafen, ich hoffe auf dem richtigen Wege. Ja, dann geht's nach Bremerhaven City, ne? Aber erstmal Insum, Stadt Estland, Landkreis Cuxhaven. Naja, ich will erstmal die richtige Richtung finden, bei dir schon. Wir haben auch völlig in die falsche Richtung gefahren, also Hammer, ey. Augen auf, Helge. Der Hafen nicht rechts. Da war die zuerst eingeschlagene Richtung doch die richtige, nicht zu fassen. War im Prinzip zum dritten Mal an meinem Schlafplatz vorbei. Echt Hammer, ey. Echt Hammer. Dort bin ich ja nicht richtig hier, ey. Doofe Baustellen. Ja, ich lasse den Weg gleich rechts ab. Jetzt geht's nach Bremerhaven, endgültig. Und ich wieder tausendmal verfahren. Also hier ist echt Hafen, Leute, ne? So ein schönes Bundesstraßendreieck. Und ich muss dahin zur Überseeabfertigung oder so. Vielleicht. Mal gucken. So, wenn ich da den ganzen Hafen hinter mir habe, ne? Dann bin ich eigentlich direkt mitten im Bremerhaven. Wow, das erinnert mich alles. Ein bisschen an den Streckenabschnitt von Mersin nach Adana an der Türkei. Da gab es auch dieses Hafengelände und mit ganz vielen LKW. Nur, dass hier Gott sei Dank nicht ganz so viele rumfahren. Wieder unten in der Türkei, das war sehr heftig. Ja, Hafen, halt Bremerhaven, ne? Und da massiver Feuerwehreinsatz, der geil. Ja, jetzt wird der Verkehr hier doch ziemlich busy mit LKW und so. Schön ist das nicht. Boah, jetzt ist doch hier was los, ey. Schrecklich, dieser Verkehr, ey. Naja, bin ja gleich raus hier. Ah, ist doch ziemlich laut hier, Leute. Und deshalb filme ich jetzt hier auch ein bisschen weniger, auch wenn es einigermaßen spannend ist. Oh, Radwechsel hier. Oh Gott.